So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren mega spannenden Match hier bei Inazuma Eleven Ultimate bei der geheimen Lagerhalle bei der Tour von Manny Arctic, dem Trainer der Otaku Junior High. Und ich habe eine wichtige Neuerung zu machen, denn es klappt doch mit den Gegner angucken, also die gegnerische Aufstellung. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt 10 Minuten quatschen würde und dann reingucke, klappt es nicht. Wenn ich allerdings das Spiel lade und sofort dahin gehe und ganz schnell zur Aufstellung gehe, kann ich alles angucken. Das heißt, das werde ich jetzt so machen, dass ich das dann nach der Aufnahme separat mache und dann schalte ich es einfach ins Video rein und können uns dann so im Endeffekt doch die Spiele angucken. Und vor allem, ich kann auch die gegnerischen Level sehen. Mega praktisch. Genau, aber das Problem mit den Save States ist immer noch da, das heißt, ihr werdet immer wieder zwischendurch speichern. Ich hoffe, das ist okay. Anders geht es leider nicht. So, aber wir können zumindest mal die Gegner angucken, das ist schon mal ganz praktisch. Hehe, höh. Wolltest du die unglaubliche Fußplatte ausprobieren? Oder deine bisherigen Ergebnisse ansehen? Bitte spielen! So, hier wieder eine spannende Mannschaft, die Super Otaku, das sind schon mal sehr, sehr, sehr gut. Gehen wir gleich mal rein in die Bücher. Story-Modus-Team. Spiel beginnen. Natürlich. Gut. Dann lass uns die unglaubliche Frustratur ausprobieren. Oh yeah. Und ich hoffe, diesmal passt der Sound einigermaßen. Beim letzten Mal war der Ton doch ein bisschen zu laut vom Spiel. Also wieder ab und zu leise. Ja, ist immer so eine blöde Sache. Der Touchpad ist ready. Idle. Stampf, Stampf. Wir sind die Super Otaku Junior High. Absonderlich und strebehaft. Wir sind die Streberkönige. Was hat denn das bitte schön mit Fußball zu tun? Naja, ziemlich merkwürdig. Es gibt auch Captain Tsubasa Fanboys und Otakus. By the way, bald kommt das Spiel raus. Ich bin mega gehypt. Was für Dussel. Nehmt wenigstens das Trainingsspiel ernst. In Ordnung? Nennt diese Dussel. Bitte. So. Raimon vs. Super Otaku. Und ich meine immer, dass das so eine Wassermelone ist, aber das ist nur so ein Blatt. Oder was anderes, ich weiß es nicht. Sieht sehr eigenartig aus. So, das sind wir. Und das sind die Gegner. Und jetzt kommt das. Die Aufstellung. Und jetzt sind wir schon bei der Spielervorstellung der Super Otaku. Und ich hoffe, diesmal passt der Sound ein bisschen besser. Den Sound habe ich echt dann noch ein bisschen Probleme mit dieser Emulation. Ich hoffe, das wird im nächsten Part ein bisschen besser. So, dann haben wir da alles. Fangen wir vorne links an. Gaby Pharma Computer. Kurz umswitchen. Hardware Hexer. Hat zu Hause mehr als 10 selbstgebastelte PCs. Das ist schon ordentlich. Ich hätte auch ganz gerne einen so einen richtig geilen gebastelten, aber kostet immer ein bisschen Geld. Theodore Master Arcade. Automatengenie. Lebt von seinen Gewinnen aus der Spielhalle. Richtig geil. Mark Gambling. Geiler Nachname. Manga. Zeichnet Manga für Mädchen. Hat deshalb sogar schon ein paar Fans. Das ist schon mal nicht schlecht. Gastgamer, extrem Videospieler, kauft alle Spiele am ersten Verkaufstag. Das erinnert mich an mich früher, ich habe es auch so oft gemacht, heute bin ich da ein bisschen vorsichtig. Josh Spear, Fan von Online-Spielen, spielt die Nacht durch, schläft im Unterricht. So soll es sein. Dann haben wir noch A. Woodbridge oder Robo, liebt Roboter, sieht regelmäßig Roboterfilme im Fernsehen. Oder Mecha-Anime. Walter Valior. Liebt Superhelden, sammelt neben dem Fußballtraining Actionfiguren. Light Novel oder Novel. Liebt Arztromane. Schreibt jeden Monat mindestens eine selbst. Das ist schon ein bisschen viel. Aber wenn man bedenkt, wie viele Arztromane es gibt, also solche, ja, so was weiß ich, der Bergdoktor oder was weiß ich, da gibt es so viele Schnulzenromane. Die muss auch irgendeiner schreiben. Vielleicht ist das einer davon. Man weiß es nicht.
gibt aber schon verdammt viele. Das ist schon ein bisschen krass. Marcus Train. Train, großer Eisenbahnfan. Sein Traum, ein eigenes Modellbahnzimmer. Und das ist der Original, der OG Otaku. Denn die allerersten Otakus waren einfach riesige Eisenbahnfans. Und es gibt auch eine ganz bekannte Legende bzw. einen ganz bekannten Film, den ihr vielleicht auch kennt. Danger Otoko bzw. der Trainman. Wo es um einen Otaku geht, der eine Frau vor irgendeiner Belästigung, also sexuelle Belästigung, abwehrt oder verteidigt, dass sie halt dann nicht sexual harassed wird. Und dann verliebt er sich in sie. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Romanze, aber eine ganz schöne Romanze. Ist auch ziemlich bekannt, soweit ich weiß. Ja, der Trainman. Dann haben wir noch Spencer Gates, Cosplay. Aktuelles Hobby, Cosplay. Entwirft und näht seine Kostüme alle selbst. Sehr geiles Hobby. Auch sehr kreativ. Und zu guter Letzt noch Sam Idle. Geile Frisur. Sein Spezialgebiet, er findet Stars, bevor sie irgendjemand kennt. Ah ja, Stars gibt's ja viele, aber er kennt sie alle. Gut, das war's mit der Spielervorstellung. Und zurück ins Studio. Und da sind wir wieder. Ja, ganz gut, anders geht's gerade nicht. Vielleicht könnt ihr es auch so angucken, aber dass die Gefahr doch zu groß, dass das Spiel hängen bleibt, also lieber nicht. So, weiter im Text. Ich war mir jetzt auch einige Minuten, das hat immer so übelst lange bei mir. So, Spielstart, sprich. Der erste Safe-State wird gesetzt. Und Shift, Shift, let's go. Läuft es ja relativ gut. Okay, jetzt bin ich mal der Standardstart. Oh, diesmal hatten wir Glück mit Abseits. Abseits war es, genau. Abseits oder Foul. Da sind wir die sehr große Gefahr. Aber wir gehen nur zurück, wenn das Spiel uns keine andere Wahl lässt. Apropos Wahl, ich hätte Bock auf den Wahl. Wenn ich mal denke, das ist ja die Block-Technik. Oder? Hause, auch gut. Aber er kann doch irgendeine Wahl ziehen. Soweit ich weiß. Power Surfer, hau ihn rein. Gegen. Ich weiß nicht, ob er. Nee, er nicht. Bam! Der ist drin. Tor! Vorwärts, Raimund! Ah, dann leckt wieder schön audiomäßig. Zu spielen? Schon besser. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob er ein besserer Torwart ist als Hillman, aber nee. Macht einfach eine Facepalm. Das hat unsere Taktik über den Haufen geworfen. Ja, das war die beste Taktik ever. Wobei, wenn die Technik klappt und er es mit dem Bauch wegschlägt, das Tor, das sieht immer witzig aus. Ja, ich habe einen ganz komischen Humor. So. Komplett vorbeigerannt. Vorbei am Leben. So. Jetzt müssen wir aber langsam mal halten hier. Manga hat ihn. Ganz wilder Griff. Verteidigung. Einfach durchbrochen. So. Magische Faust. Total stark. Auch eine zweite Technik. Auch wenn einer ein bisschen passiver ist als der andere. Guck mal, ob ich den wegbremse. Was war das denn? Ah ja, völlig vergessen, wir haben auch ein Tor gemacht. Ganz wild so, hier das nachgeholte Tor, 360. Aber wir haben auch ein ultimatives Gegentor erzielt. Das nehmen wir hin. Ja, ab und zu kann es auch passieren. Ich nutze ganz kurz die Gunst der Stunde. Den zweiten Safe State. Das war ein Meisterstück von einem Schuss. Ah, ja. Guter Schuss. Aber den nächsten halte ich sicher. Schade, aber passiert.
Sollte aber nicht passieren. Deshalb machen wir noch eins zum Ausgleich. Da bereits sie aktiv dabei, die Mannschaft. Sie ist ja sehr gut dargestellt. Also zahlreich vorhanden, sagt man dazu. Hochdeutsch. Oh, das ist ja gar nicht meiner. Ach, du meine. Power. Ha! Geklärt. Der Power Thunderstorm. Hui. Ganz nach hinten. Wieder ganz nach vorne. Zu Decker. Decker von hinten mit. Cyclone! Da ist er. Wollte gestern machen. Also gestern. Beim letzten Match. Stark. Und er faulet jetzt. Oh, ganz kurz. Save State 3. Aber jetzt läuft es eigentlich einigermaßen. Wir sehen, da braucht kein einziges. Doppelwürfel. Wir sehen, noch kein einziges Mal hängen geblieben. Das ist wunderschön. So, mal gucken. Ich denke mal lieber, dass Sharp 1 reindonnert. Gerade brauchen wir gutes Teig 2. Da müssen wir schon stärkere Geschütze aufbauen. Die haben es ein bisschen an sich. Aber ich muss echt sagen, bisher sehr gut. Erste Halbzeit ohne Probleme. Gut, außer das eine Gegentor, aber passiert. Bam! Das passiert auch. 2 zu 1. Tolles Tor! Das ist so eklig, oder? Weiß nicht, warum es da auch so komische Audio-Lags bei sowas gibt oder auch beim Sprechen, dass es so ultra langsam ist. Das hat die Taktik über den Haufen geworfen. Die beste Taktik dieser Welt. Ich denke, in den letzten 2 Minuten laufen auch relativ. Oh! Uiuiuiuiuiuiui! Ja. Beruhigt euch. Oh. Gott sei es gedankt. Boah. Wollte gerade sagen, die 2 Minuten geht eh nichts mehr. Auf einmal gibt es noch ein Tor. Boah. Ne, das sind Otakus. Die sind einfach stark. Auf geht's. Es ist noch nichts entschieden. Ich glaube, dadurch wird schon gewonnen. Glaubt mir, noch sind wir nicht geschlagen. Oh, 51% ist gerade richtig. Man kann schon fast sagen, auf Augenhöhe. Stark. So, ganz kurz nochmal. Save State 4. Let's go. Dann noch einen zur Beruhigung. Die haben sogar Super Skills. Sind aber schon wirklich dabei, muss ich sagen. Ganz wilde Panne. Ah, oh, Seggy. Seggy, sack dich rein. So, dann hauen wir nochmal. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ich weiß nicht ganz 1000%. Ich denke, der Gegner hat das Level 50. Levelmäßig. Also sind wir schon ein bisschen leicht über uns. Ich glaube, da sind wir bei 40 oder so. Einer, ne? Also auf jeden Fall ein kleiner Unterschied, der immer größer, größer und größer wird. So. Mal gucken, was jetzt macht. Ah! Das habe ich noch nie gesehen, wie das erfolgreich wird. Das war der einfach im Arsch stecken. Hm, der nächste sitzt. Hehehe. Wow. Guckt euch meinen fetten Arsch an. Amazing. War ja absolut beautiful. Da, 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 da. Auf die 5. So, ist der Blocker. Harder. Super.
Das ist übrigens die Ginyu-Gedenktaktik, der Fänger am Rücken. Hier ist der Kenpai drin übersetzt. Ginyu Sonderkommando, da drin auch so eine ganz komische. Der ist drin. Nice. Eine ganz komische Choreografie. Weiter so, Raimon! Ungefähr so ähnlich aussieht. Weiterspielen. So. 3 zu 1, sprich, wir haben jetzt 362 Tore. Hat unser Taktik wohl den Haufen geworfen. So. Einer links, einer rechts. Trotzdem, er haut sie alle weg. Arcade. Apropos Arcade. Bei Netflix gibt es seit einiger Zeit eine Serie namens Highscore, die auch so eine Gefreisheit in Top 10 derzeit ist. Guckt es euch an, das ist sau interessant. Da geht es um die Geschichte der Videospiele, hauptsächlich um Retro Games, beziehungsweise die Spiele ganz früher. Guckt es. Ah, Sega hat mich von hinten erwischt. Gar nicht mitbekommen. Ich kriege im Leben gar nichts mehr mit. Ich hoffe, er grätscht und das war Ehre. Ehren-Sega. Hab ich gar nicht mitbekommen. Was? Wie gesagt, da gibt es eine Serie, die Highscore heißt. Da geht es auch um Arcade-Spiele und Retro-Spiele, die Anfänge der Videospiele. Das ist so faszinierend. Also, wer ein bisschen im Retro-Gaming unterwegs ist, sag ich mal, guckt euch an. Saugeile Serie. Gleitschuhe. Ah! Das ist so geil. Ah, guck halt. Denk ich mal. Hehehe. Wow. Das Wohl nutzen wir ganz kurz zum Saven. Bop. Zum letzten Save diesmal. Wie wir rein theoretisch gar nicht getaucht hätten, denn heute ging es echt schön rein im Schluss. Freut mich sehr. Trotzdem mit der Ausstellung bin ich ein bisschen vorsichtig. Mache ich also doch lieber separat und schneide einfach rein. Das ist gerade so ein krasser Aufwand. Mein Gott. Kriegen wir auch noch. So, super Brille. Passend zu den Otaku. Zu den Meganes. Japanische Brille. Und so heißt weiter wird auch Willy im japanischen Original. Megan. Tolles Tor! Der Typ heißt übersetzt einfach Brille. Das ist ein Brille-Name. Da fragt man sich schon ab und zu, was die Eltern sich von Willy dabei gedacht haben, einfach Megan zu nennen. Was Brille heißt. Ich weiß nicht. Hat die Taktik über den Haufen geworfen. Ah, 4 zu 1. Ah, geil. Ah, das ist schön. So, lassen wir ganz kurz deren heiße Phase auslaufen und mal kurz grätschen. Oder auch nicht. Egal. Wir haben gewonnen. Bam! Mega geil. Wir haben es geschafft. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Aus einer Niederlage kann eine interessante Geschichte werden. Von Light Novel. Sehr schön. Ah, 52%. 12 Techniken gegen 11 Techniken. Also, man kann teilweise sagen, es war sogar gut ausgeglichen. Und, ah, ein bisschen spannend. Gutes eine Gegentor. Nehmen wir hin. So. Ich hätte auch theoretisch die Selbstzeit nutzen können, um das Tor zu verhindern. Habe ich nicht gemacht. Ich bin ein Ehrenmann. Ein paar Level-Ups haben wir bei Dirk, Trent, Aphrodite, Seki und Rim. Ja, man sieht sich, wir sind eher so 45-46 Bereich durchschnittlich. Gut, Darren zieht es ein bisschen krass nach unten, aber läuft, würde ich sagen. Gut gespielt. Komm zu mir, wenn du nochmal die unglaubliche Fußballtour spielen möchtest. Definitiv, lieber Manfred. Denk mal, Manny heißt Manfred, was soll sonst Manny heißen? Man weiß es nicht. So, aber wir wissen zumindest, wer die nächste Mannschaft ist. Nämlich, die Brillen verfolgen uns langsam. Die Brillenbande B. Gewinne mit einer Mannschaft, deren Spieler keine Torhüter-Techniken besitzen.
Okay. Das heißt, ich muss nur den Torwart auswechseln. Das ist easy. Das ist eine einigermaßen machbare Voraussetzung. Und ja. Ich habe jetzt eine ganze Tag-Mannschaften durchgenommen, aber komplett. Aber ja, Grünbande B, da sehe ich mich dann. Wer sich checkt, ich habe auch eine Brille. By the way, meine dritte sogar. Ich habe seit der zweiten Klasse bin ich Brillenträger und das ist schon meine dritte. Aber ich sehe jetzt noch ganz gut. Ich kann alles super scharf sehen. Alles nice. So. Gut. Das Match war auch nice. Wir speichern mal ganz kurz. So, sehen. Das ist ein bisschen. Ah! Ich speichere zu ultra langsam. Ist wie gesagt nur rum. Da kann ich jetzt nicht zu viel machen. Ich nehme es hin, wie es ist. Aber ja, war echt ein ziemlich spannendes Match. Das hat ohne Probleme hingehauen. Kein einziges Mal hängen geblieben. Nicht wie beim letzten Mal. Und wir haben es auch ganz gut hingekriegt mit der Spielervorstellung. Nice. Läuft noch langsam. Also gut, dann würde ich sagen, das war's mit diesem mega spannenden Match hier bei Inner Summer Level Ultimate, beim zweiten Match von Many Arctic Tour. Und wir sehen uns aber nächstes Mal, wenn wir gegen die Brillenbande B spielen. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis nächsten Mal. Und nicht vergessen, immer schön am kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann!